Zahn. Cornelis Zahn? Das ist doch auch ein Buch von Jules Verne, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Jules Verne, wie immer man ihn ausspricht, mir egal. Ach ja, Grünzeug. Hm. Das haben wir auch noch irgendwo hier rumliegen, beziehungsweise es war zweiteilig, glaube ich. Ach ja, richtig. Hatte ich ja schon. Was haben wir hier noch so? Könnt ihr allenfalls eure Habseligkeiten hinlegen? Als mal rauszunehmen ist doch nichts. Schade. Einfach Keramikschlüssel. Schlüssel. Ich bin noch voll auf Dampf. Voll auf Zack. Ach. Show of Painting von Beros. Ja. So ähnlich. Daniel, sein Apfel! Knips! Na gut, dann weiß ich nicht, des Zauns als würdig. Farbe finden Sie im Eimer, Mister. Herausforderung! Meine Wut zu lösen wissen! Ja, dann streichen wir mal schnell den Zaun. Ja, ich kann immer genau eins fertig machen. Nur mal Farbe. Glaubst du, ich habe tatsächlich den ganzen Zaun für dich gestrichen. Na aber! Ja wieder! Na du! Was Flitz! Hab ich aufs Flitz gelegt! Hast du wirklich früh gemerkt, Schatz? Ja, na Mister, ich kann gerne Fremden unglücklich sehen. Zum Glück frage ich ihn was. Zaun neben dem Haus, links am Ende der Straße ein paar lose Latten. Ich kenne auch jemanden, der lose Latten hat. Wenn sie da durchsteigen, entdeckt sie eine kleine Überraschung. Ade! Weil Posten abzusehen! Knips! da war das. Ja. Okay, dann. Holen wir uns mal den Schatz. Mein Schatz! Das ist ein Wunderwasser. Wow. Toll, die ich jetzt sowieso nicht benutzen werde. Nie. Noch nächste Woche wieder vorbei, Mister. Was soll das Dach decken? Schön. Wir laufen mal weiter. Nein, die Geheimgänge kommen ja später. Na, junger Mann, so was sollen wir doch für Vorstaß? Bist du schon häufiger hier? Klar ist, wo ein Fluss ist, da ist auch Hack. Ich hack dich auch gleich. Ich weiß, es gibt keine Ecke von diesem Fluss, die ich nicht kenne. Fragen Sie mich ruhig nach. Ich sollte vielleicht weniger Kommas einfügen, die es nicht gibt. Ja, stell nur, ich zähle in die anderen Untiefen auf. Ah! Oh, hier noch auch dieser! Grüße Dampf am Begriff sein! Splitschwung ungeheuer, Mister? Glaub ich das kenne, weil dieses Ding aufgetaucht ist. So, also, kommt noch ein anderer Dampf hierher. Ist mächtig langweilig geworden seitdem. Vielleicht der Pfiffikus. Zerstörst alles, was du über den Dampf weißt, Kleiner. Heißt denn ihr Kleiner, Mister? Fast sowas wie sie? Dann bin ich weiter darauf herum, junger Mann. Außerdem ist mein Fluss ist ein Geheim. Sag ich doch nicht jedem. Nimm gleich! Wir haben ihn beide lang! Freche Lümmel! Grandios, Schatz. Läuft doch super. Jetzt kommen wir. Wachs einstellen und runterkommen! Nö. Dann fällt dazu! Lass mich einmal, Schatz. Du musst doch von dem Dampf erzählen, Kleiner. Hey, ich bin nicht ein Mädchen, alter Mist. Masche brauchen sie gar nicht erst zu versuchen. Sein vielleicht Dachs. Kein ein Geschäftsmann, wenn ich vor ihm stehe, junger Mann. Flussgeheime sind natürlich kostbares Gut. Hättest du davon, sie irgendwas einzutauchen? Da gibt's vielleicht was. Ich warte hier eigentlich schon eine ganze Weile auf Jim. Aber ist immer noch nicht am Steg. Immer noch nicht am. Doch, passt schon. Hey, ich hab's mal richtig gelesen. Das muss ich gleich korrigieren. Wenn sie mir heranschaffen, verrate ich vielleicht mein Geheimnis. Jim? Ja, Jim. Er hat auf Clyde Bowlfeld. Könnt ihr nicht verwechseln. Er ist schwarz. Abgemacht. Bring dir deine Spielkarte und zerstört alles mit diesem Dampfer. Dieses Spiel ist nicht politisch korrekt. Das heißt Afroamerikaner. Idiot. Volles rassistisches Spiel. Sollte es verbieten. Seeblut! Vielleicht hat sie meiner Stelle bei der Arbeit verletzt. Weil Übersprüche sind sehr knorrig. Mein Vater Jim, heißt er, wäre in den Verbandszirkel gegangen. Hallo, ich will mit dir reden. Gehst du nicht? Wo ist der Jim hin? Weil er doch auf dem Dachbaufeld gearbeitet. Komm mal ein kleines Nickerchen, verstehe sie der Bull von seiner Arbeit davon. Ja, würde ich auch machen. So, dann gucken wir erstmal.
glaube, so bin ich jetzt daran. Nein. Ja, ja, bla bla. Kann ich da jetzt schon rein? Nein. Moment, was musst du da tun? Ich drücke erstmal eine Taste. Muss ich da jetzt wirklich mit allen reden? Och, leck mich. Ich hasse solche Spiele. mit wem musste ich denn da reden? Nee, dem schon mal nicht. Oh. Gut, dass ich das jetzt auch genau weiß. Ich hasse es. Ach ja. Warte, wie war das jetzt wieder, verdammt? Also reden wir noch einfach noch mal mit jedem. Habe ich total Lust zu jetzt. Ganz cool, Kino. Solche Pferden. Was war dein Herr namens Jim hier, um seine Verletzung zu verbieten? Ah, klar, da war auch. Jim, nein, der war nicht hier. Ich habe noch kurz gesehen, wie die Hauptstadt dann ging. Wissen Sie vielleicht, wohin er wollte? Nach Westen. Also haben wir die Leute am Ende der Straße, die können ihm bestimmt weiterhelfen. Ja, die sind so nett und freundlich. Haben Sie den Herrn namens Jim gesehen? Die Neger, geht auf die Straße rauf, sah ziemlich bedrückt aus. Genau wissen wollen, Miss. Wo ist er hingegangen? Das habe ich nicht gesehen, dass er diesen Auftrag ging. Komisch, denn er war plötzlich weg. So, ihr wisst, Jim, bei deiner Gerste auskunft, auf verbleib! Und wir suchen, ich komme gar nicht. Seht auf das Fenster! Vielleicht könnt ihr so einen Blick ins Haus werfen! Achte bloß drauf, dass jemand sieht, Leute. Das beendet. Beende die Hauswand erklimmen, aber achte auf die den Wort des Professors, dabei nicht gesehen zu werden. Deswegen ist auch diese rotierende Liftersäule aufgetaucht. Fürchtet ein Fremder, runter da! Wir leihen uns erstmal wegen Zeug aus. Schauen wir jetzt uns nichts von größerem Interesse. Große Bügel können sogar Gewänder tragen. Die großen Bügel, ach. Geht, was heißt das hier, Mief? Ein Feuer. Korb ist leer, so kein Korb, das ist keine Ahnung. Anerkennung und Leistung der Arztgruppe Train Town wohlwollend als Präsent dargereicht, NBF. Oh, guck mal! Gespenster! Schwung aus! Psst, Schatz! So, ja, alles zusammen, Bildshow, wir können los! Auch Zeit, Mann! Ich beginne den Nigger aufzuknüpfen! Das kann von dir, Bildshow! Nigger greift den Bombenfilter zusetzen! Hast du mal gesehen, hätte! Ach, rede nicht! Hat er keiner gesehen! Wenn ich ihn nicht eingeschickt hätte, wäre er kaum so folgsam zu unserem Haus gekommen! Aber bloß den Fang zu nehmen! Das war ein Spaß, Bildshow! Die anderen haben Nigger schon durch die Dinertür zur Treffung gebracht! Das sind ja eher! Hier geblieben! Okay, der Keller gefangen halten! Raus mit dem Jim! Hopp, hopp! Komm hierher! So wie es weiß, gleich hingeht. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt wer war. Das ist. Ich kämpfe gegen Gespenster. Ach, Flammenentfernung. Oh, das war wohl nicht so die optimale Taktik wahrscheinlich. Element Deuern. Wasser schätzt eher Kuttenmuff. Ram-Attacken und Konfus. Hola. Ja, sehr effizient. Okay, Ram-Attacken. Und. Ich habe gedacht, die Kuten verbrennen dann und. Oh. Halb ganz weg! Halb zugestellt! Da ist keine Lösemischung! Oh, da ist schon K.O. Ja. Die Gegner hier haben nicht mehr wirklich was drauf.
Deswegen kann ich auch das hier machen. Die macht sehr viel Schaden. Und? Reicht aus. Ich glaub's ja wohl nicht. Soll doch K.O. gehen, mir auch egal. Brauchen wir jetzt nicht mehr so dringend. Okay, das war's. Zündmittel. Hey, mach. Lass uns die Häuser alle anzünden. Ganzer Schrank voll Bleichmittel. Sollten wir sie merken. Wir haben mich schon gefragt, wie schon hier lang so reinhalten. Oh Gott. So. Aha! Ein Hinweis! Drei Schwestern stehen am glitzernden Band. Die kleinste in der Mitte zu sehen im verborgenen Rand. Decke sie mit Tritten. Gott, wie ich die letzte liebe. Drei Schwestern stehen am glitzernden Band. Das habe ich glaube ich auch nie kapiert. Oder dabei beim ersten Mal habe ich das überhaupt gebacken bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Die kleinste in der Mitte zu sehen im verborgenen Rand. Decke sie mit Tritten. Ort zu Büsch gewächst. Blumen wirken in so einem Haus ganz einfach unpassend. Mag in der Welt an sich widerstehen, aber auch widerstreben, aber auch böse Menschen singen zwei fröhliche Lieder. Wie lange widersteht man der Tat? Überhaupt, Blumen gehen eindeutig zu weit. Wie hinter dir konnte dieser Gym ungesehen fortgeschafft werden. Könnte praktisch überall sein. Ja, mein Rechner pfeift. Möglicherweise explodiert er gleich. Wie war das jetzt? War das hier oder war das? War das nicht irgendwo hier? Ich meine so, dass das. Oder verwechsel ich da schon irgendwas? Es ist schlimm, wenn man Spiele schon mal gespielt hat. Dass ich dann immer ganz sicher ist, wo was war, und dann eiert man ewig dann rum und kommt nicht weiter, und ich mach das ja sehr gerne immer. Und drei Schwestern. Ich schau's nochmal an, den Hinweis. Wegen Zeit rausschinden. Drei Schwestern stehen am glitzernden Band, die kleinste in der Mitte. Sehen den verborgenen Rand, denkst du mit Rücken. Ist ja auch, man kommt sich vor wie hingestellt und nicht abgeholt. Geh doch einfach auf und ab, guter Mann. Great, das ist endlich mal eine Idee. Keine Zeit, Mister. Seh doch, dass ich die Straße auf und ab gehe. Moment, war jetzt bei der Auf oder schon bei der Ab? Ach, nochmal. Ja. Rotierende Lüftersäule kann jetzt auch noch gehen. Lüftersäule heißt sie genau, aber nicht so wichtig. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fluss war. Täuschst du dich, Spasten? Ach, machen wir das doch einfach so. Das ist doch einfach nach die hartnäckige Methode weg. Ja, man könnte sich natürlich auch einfach die Gegend anschauen und gucken von allein drauf. Das war ja fast schon langweilig. Als mit dem glitzernden Band der Flussgemeinde ist, können es drei Bäume Schwestern sein. Aber das sind vier Bäume. Oh, Moment. Der da oben zählt ja gar nicht. Wer ist der Kleinste? Das ist ein sympathisches Gehölz. Wenn sie schon mit den Bäumchen umleuchten. Hallo? Hast du da entdeckt, Mister? Also toll! Es ist ein Fluss, wohl doch nichts bestellt! Wie? Ist ja auch kein Fluss, ist ja ein Waldweg, ne? Och, komm her! Ich hab Hunger. Ach Mist. Ich hasse es, wenn Essen davonläuft. Aber meine Treu, Karl Magnus, Pilze, Pilze. Auge Volksmund misst die Leben verlängerte Kräfte bei. Ah! Wer konfisziert? Flüch sein Filz. Ich kann übrigens Knollenblätterpilze empfehlen, schmecken sie sehr gut. Habe ich gehört. Guck mal, Papa Schlumpf. Der war jetzt böse. Griff dich endlich auf, Chef. Was hat der alle Jim euch denn getan, Messers? Bleib still, Elender. Bleib nur Billy Show und sei die ursprüngliche Bruder.
Nun gut, dann muss der Mann eben ohne die beiden beginnen. Schon wieder. Meine Brüder, wieder mal zeigt die Überlegenheit unserer Rasse. Preise den Tag. Ah, wir könnten kleine Tees ausstellen, sich anzünden. Vertrollt euch endlich. Preise, was denn das, Chef? Ich glaube, es hat was mit Gutfinden zu tun, Massa. Oh Mann, Steve, bist du ein Trottel? Ew, zieh mir auf die Kutte über, wenn du dich dann doch wieder Steve nennst. Genug, Steve! Aber Chef, ich hab eine mystische Kutte an. Kannst du doch nicht einfach Steve nennen. Ja, ja, ja. Wir alle sind froh, dass du mir die Kutte richtig herum angezogen hast. Ah. Gott, wenn ich nur daran denke, wo du mir beim letzten Mal die Zipfelmütze streifen. Ah, worüber denn? Dein Fuß? Wo war ich eigentlich? Wir überlegen an unserer Rasse, Chef. Laserstrahl. Richtig! Also, Brüder, für diesen Tag gut. Heute tüpfen wir einen Digger auf. Los mit dem Mumm, Schatz! Das haben wir uns aufgelöst! Fällt euch ein, Eindringlinge! Ich hätte der Schuhe rein das Handwerk legen. Greift sie, meine kleinen Brüder! Ach komm, schon wieder diese Gespenster. Ach Moment, das ist ja... Ich denke mir schon, wo ist denn jetzt Stampfen? Oh, ich hätte vielleicht mal heilen sollen. Nicht nötig. Ich meine, bei so ein paar Gespenstern. Damit hat sie das erledigt. So. Ja, ja, Kartenzweig, bla bla bla. Das hier springen wir jetzt einfach mal. Mach mit dran. Und damit hast du die Geschichte auch schon erledigt. Verschwendet mir keine Munition, keine Fertigkeitspunkte, keine Magiepunkte, kein ach was auch immer nicht mehr. Ja, schön auch, dass der eine Granate aushält. Soll doch gleich tun! Komm, Steve, hier entlang! Nur mal, ihr Spitzbuben, habt ihr ja mal Luder-Erlaubnis für Waldgebiete erlaubt, eingeholt! Ja. Ich kann natürlich nicht hinterher, weil. Das sind so viele schreckliche Menschen. Dabei kämpfen wir auch noch für deine Freiheit. Das ist nein. Vielen Dank, dass sie den alten Jim vor Strick bewahrt haben, Massa. Ach, Ehrensache, mein Bester. Sind sie überhaupt freiwillig zum Haus der schrecklichen Clowner gegangen? Du musst doch wissen, dass man ihn da übles will, Jim. Oh, Ma'am, hier im Süden sollte jemand wie ich tunlichst machen, was ihm die Massa sagen. Alle hören, Karl! Selbst lernen! Das war nicht jedem Befehl folgen zu leisten ist! Es gibt auch noch Schwierigkeiten, Massa. Ja, na! Das ist eine absolute Ausnahme! Das große Haus bleibt! Das werde ich mal mit Master Hook besprechen. Den kann man reden. Habt ihr nochmal vielen Dank. Hey, guck mal, die haben Galgenmännchen spielen wollen. Das kenne ich irgendwie anders. Okay. Der schreckliche Witz kommt jetzt viel zu spät. Nicht so schlecht, sondern auch noch zu spät. Ah, schön. Vielen Dank, dass ihr alten Jim vom Stück gewahrt habt. Ja. Oh, danke, bist du. Am Jim auch eine ziemlich gute Lage gefreut. Gut, Mister. Dann will ich dir danke auch ordentlich ins Zeug legen. Kannst du den übelen Kampf erzählen, Hackelberg. Er ist noch nicht lange auf dem Fluss unterwegs. Als er hier rumdampft, sorgt er für mächtige Anger. Und gestern das Postbo beschossen. Oder beblitzt. War für schon komisch. Ich hab gehört, komm, ist der Kapitän dieses Hit-Teufels so ein Pack mit dem Höllenfluss geschossen haben. Hallo, jetzt sind sie manches nur Zeug. Ihr Schiff, denn auch irgendwann? Steht sein Magazin? Wir machen eine Satzung. Wer? Ihr wisst ja, immer langsam. Das müssen wir den Kapitän selbst fragen, denke ich. Ja, kein großer Hilfeknöpf! Aber deutlich mehr oft! Jetzt wird rausfinden, ich verspreche's! Aber etwas zu gefährlich. Wenn etwas zu gefährlich ist, unterfangen für dich, junger Mann! Ich nehm's! Ich hab's versprochen! Und außerdem steht meine Erde im Flusskanal im Spiel! Das war eine Weile dauern, aber kriegst du raus! Bin schon ein Jim schuldig! Was, der Hook ist ein mutiger Bursche! Wenn er's raus. Wenn's was rausfinden. Zu rausfinden gibt, findet er es! Bestimmt ist mir aber hoffentlich nicht so lange! Ich bin doch schon wieder neu gut in den Nägel. Das ist Land zum Reisen, Professor. Oho, ich bin der Professor. Auf ganz Linie, du Schau, Tollste. Na dann, Abmarsch! So wir zwischen, also Chlorreich 7 zusammen! Okay, weiter geht's. Kann sich noch um Stunden handeln. So. Dann können wir endlich hier abhauen. Hoffe ich doch mal. Ich brauche Pferde.
Glückwunsch, du hast deinen ersten Büffelherr entdeckt. Büffel sind große, dumme Tiere und deshalb bei Jägern sehr beliebt. Soll ich gerade ein konkurrierender Jagdhund der Indianer in der ist, Büffeljagd die einfachste Sache der Welt. Ziel Feuer, fertig, dann Büffeljagd. Ja. Ich glaube zwar nicht ganz, dass das wirklich sich so ver... Alle Büffel erlegst, sieht mir Fell ab. Es ist so einfach, war Büffel zu erschießen, aber... Gut. Weiterreiten. Gott, ich bin so schnell. Jetzt rufen wir nicht auf, was du hüppig. Es geht euch nichts an, Fremde. Was geht das nicht an, Kerl? Ich war gerade in die Regimentskasse verladen. Mist, ist mir rausgerutscht. Zieh einfach weiter, Fremde. Sie sind nicht schwer, geht. Zieh weiter, Gnons. Kann ich einfach da rausspringen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann ziehen wir mal weiter. Gehen wir denn hin? River Lake, was haben wir da noch so? Das hebe ich mir mal für später auf. San Dimas. Ich kann nicht weiter nach unten. Kenn ich irgendwo her. Ramba, mach's gleich in den lausigsten Boden. Die Erde kann ich in den Wind schreiben. Auf dem Blatt Papier schreibt es besser. Hey, Hombre, das ist mein Tequila. Oh Gott, keine Ahnung. Sollen wir Pause vorher das Siesta machen? Nein, das ist ja gut. Ich glaube, ich bin. 1991, das ist ja fast mein Geburtsjahr. Ich hasse es. Hier leben! Aus der Menge! Ganz nix! Die Teile da raus! Ist aber schnell, ja! Haben sie Geld wieder! Sollten wir ein kleines Spiel! Ja. Ich glaube, es geht los! Vor allem so viel! Ach! Ich Vollhorst! Hier raus! Ich muss ja jetzt sofort erstmal was machen! Muss ich doch zuerst mal Silver Link! Bevor ich es vergesse! Schnell jetzt! Wir sind Zast haben, bevor die beiden Steine in die Hufe kommen! Hände hoch, Überfall! Einmal hab ich die Ohren frei geblasen! Ich hoffe, der Rest hört jetzt! Also Hände hoch! Tun alles, was sie sagen! Ich will auch geraten haben! Hopp hopp, mein britischer Sträuche! Sprech mir den Safe auf! Den Safe? Nein, bitte das nicht! Das ist doch gerade in der Regimentskasse eingezahlt worden! Dann weißt du ja, warum ich hier bin! Sprengen! Boah, schnell! Die Scheibe haben was mitbekommen!